Wir kritisieren unsere Regierungen oft für ihre Unfähigkeit, Dinge zu erledigen, insbesondere wenn es um große Infrastrukturprojekte geht. Die USA beispielsweise sind wegen des Bundesinfrastrukturplans in die Schlagzeilen geraten, der verspricht mehr als $1 Billion für die Modernisierung und die Instandsetzung der Infrastruktur im ganzen Land bereitzustellen. Das Projekt stößt bereits jetzt auf Kritik von Seiten derjenigen, die argumentieren, dass es den Anforderungen an die Reparatur der maroden Infrastruktur des Landes nicht gerecht wird. Das gleiche gilt für kleinere Projekte, bei denen es scheinbar unweigerlich zu Verzögerungen und massiven Kostenüberschreitungen kommt. Das ist wirklich schade, denn Infrastrukturausgaben können eine der besten Investitionen sein, die eine Regierung langfristig tätigen kann. Kurzfristig wirkt es wie eine Art Konjunkturprogramm, denn Brücken und Straßen bauen sich nicht von selbst. Sie brauchen Arbeiter, Ingenieure, Stadtplaner und vielleicht sogar ein paar Umweltberater. Wie bei einer direkten Zahlung fließt das Geld in die Taschen der Menschen und lindert die Arbeitslosigkeit. Aber im Gegensatz zu einer einfachen Zahlung an die Bürger wird mit dem Geld etwas aufgebaut, das der Wirtschaft noch lange nachdem die ursprünglichen Ausgaben vergessen sind, zugutekommen wird. Projekte wie der Hoover-Damm wurden zum Teil gebaut, um die Menschen während der großen Depression wieder in Arbeit zu bringen. Heute, fast 100 Jahre später, dient der Damm immer noch als Stausee und liefert Strom. Infrastrukturausgaben sind kurz gesagt fantastisch und sie sind auch politisch gut vertretbar. Niemand behauptet, dass die Gehaltschecks, die die Arbeiter für dieses Projekt erhalten, Almosen sind. Und die meisten Infrastrukturen tragen heutzutage auch dazu bei, saubere Energie zu erzeugen oder die Zeit zu verkürzen, die man im Auto verbringt und so weiter. Die Ausgaben für die Infrastruktur sind großartig und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum die Menschen so frustriert sind, wenn Projekte scheinbar überhaupt nicht vorankommen oder sich in einem endlosen Netz von Bürokratie und Beratern verfangen. Diese Frustration führt uns oft dazu, auf Länder wie China zu schauen, wo Infrastrukturprojekte einfach zu funktionieren scheinen. Unsere Brücken und Straßen werden immer baufälliger, während China technische Meisterleistungen vollbringt, die früher unvorstellbar waren. China baut ein ganzes Krankenhaus in 10 Tagen, während die Stadt San Francisco 10 Jahre braucht, um eine neue Buslinie zu genehmigen. Kalifornien hat 20 Jahre lang ein Schienennetz geplant, während China 20 Jahre lang das größte Schienennetz der Welt aufgebaut hat. Und bevor ihr denkt, dass wir uns nur über die USA lustig machen, möchte ich kurz an Stuttgart 21 und hier beliebiges Beispiel aus eurer Heimatstadt einfügen erinnern. Es ist leicht zu verstehen, warum viele Menschen glauben, dass Chinas Methode gut funktioniert. Aber leider ist das nicht der Fall. Das chinesische Hochgeschwindigkeitsnetz war das Herzstück der Infrastrukturentwicklung des Landes. Das Juwel in der Krone des chinesischen Bauwahns und eine öffentliche Demonstration an die Welt, die im Grunde einfach sagen sollte, wir sind besser als ihr. Das System ist unbestreitbar beeindruckend, aber es droht auch ein Problem für die chinesische Wirtschaft zu werden, das Evergrande wie einen Nebenschauplatz aussehen lassen könnte. Also, wie konnte China so schnell ein so umfangreiches Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetz aufbauen? Warum haben sie überhaupt ein so umfangreiches Netz aufgebaut? Und schließlich, wie viel hat es wirklich gekostet, das alles zu bauen? China ist ein sehr großes Land mit sehr vielen Menschen. Es ist auch ein Land, in dem der Besitz eines Autos als eine Art Luxus angesehen wird. Aus diesem Grund war ein robustes Schienennetz unerlässlich, um den Menschen eine kostengünstige und effektive Möglichkeit zu bieten, sich im Land fortzubewegen. Lange Zeit wurde dieser Bedarf ignoriert, weil die meisten chinesischen Arbeiter in der Stadt lebten und starben, in der sie geboren wurden und nur in sehr begrenztem Umfang über das Land reisten, sodass der Bedarf an einem solchen Schienennetz nicht wirklich gegeben war. Aber dies änderte sich in den frühen 2000er Jahren. Zu dieser Zeit war der Plan des Landes, sich der Welt zu öffnen, in vollem Gange. Immer mehr junge Arbeitnehmer zogen aus ihren kleinen Heimatstädten in die Großstädte, um die Arbeitskräfte zu stellen, die für den ständig wachsenden Industriesektor des Landes benötigt wurden. Diese Arbeitnehmer wollten immer noch zu ihren Familien zurückkehren, aber Flugreisen und eigene Autos waren für die meisten zu teuer. Vor der Einführung der Hochgeschwindigkeitszüge begnügten sich die meisten Arbeitnehmer mit Busreisen, die oft Tage oder sogar Wochen dauerten, um relativ bescheidene Entfernungen zurückzulegen. Im Jahr 2008 hatte die chinesische Regierung bereits mit der Entwicklung einiger Hochgeschwindigkeitsstrecken begonnen. Doch die weltweite Finanzkrise gab diesen Bemühungen einen neuen Schub. China war nicht immun gegen die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise. Es war damals noch stärker vom Handel abhängig als heute und die Handelsintensität ging in dieser Zeit rapide zurück. In unserem Video über den Brexit haben wir uns bereits mit der Handelsintensität befasst. Wenn ihr also eine detaillierte Erklärung für diesen Begriff wollt, dann schaut euch doch gerne dieses Video als nächstes an. Als Antwort auf diesen finanziellen Schlag musste eine Belebung der Wirtschaft her. Aber China hatte Bedenken, einfach Geld zu verteilen, da man zu diesem Zeitpunkt nicht sicher war, wie lange die Krise anhalten würde.
Stattdessen wollte man die Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren hatten, für die Herstellung von Produkten für die Exportmärkte einsetzen und sie mit dem Bau von Hochgeschwindigkeitszügen beschäftigen. Keynes machte in den 30er Jahren über genau diesen Prozess einen passenden Witz. Er argumentierte, dass eine wirksame Form der Wirtschaftsstimulierung darin bestünde, dass die Regierung Banknoten in der Erde vergräbt, denn das würde die Menschen dazu bringen, das Geld auszugraben, was sich in den Arbeitslosenzahlen positiv niederschlagen würde. Natürlich ist es besser, wenn man etwas aus diesen Konjunkturausgaben herausholen kann, das nicht nur ein gut umgegrabenes Feld ist. Allein auf der Strecke von Peking nach Shanghai waren über 100.000 Menschen direkt vor Ort beschäftigt, ganz zu schweigen von den anderen Arbeitnehmern in den Fabriken, die Stahl und Zement herstellten, die Materialien an die Baustelle lieferten oder einfach nur Waren und Dienstleistungen für die Arbeiter bereitstellten, während diese die Gleise langsam zusammenbauten. Dass China nicht in eine Rezession geriet, war zu einem großen Teil der Entwicklung der Hochgeschwindigkeitszüge zu verdanken. Einfach genial, oder? Die Mission ist erfüllt. China hat eine Rezession vermieden und ein Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetz aufgebaut, das es den Arbeitnehmern ermöglicht, sich frei im Land zu bewegen und so den Lebensstandard und die industrielle Kapazität zu verbessern. Aber ab hier beginnen die Probleme. Von Anfang an wurde das Eisenbahnprogramm von Korruption überschattet, was bei vielen staatlichen Bauprojekten, insbesondere in China, gang und gäbe ist. Aber da es sich um eines der größten und öffentlichkeitswirksamsten Projekte aller Zeiten handelt, mussten die Korruptionsskandale auch größer und dreister sein. Für die Regierung war das durchaus ein Problem, denn es bedeutete, dass sie nicht damit prahlen konnte, wie großartig ihr neues Projekt war, ohne dass diese Behauptungen von der Nachricht überschattet wurden, dass irgendein Beamter bestochen worden war. Oder vielleicht auch zwei oder drei. Diese Probleme wurden 2011 durch einen Unfall zwischen zwei Hochgeschwindigkeitszügen verschärft, die auf einem 20 Meter über dem Boden liegenden Streckenabschnitt zusammenstießen. Wie sich später herausstellte, war der Unfall auf eine Reihe von Managementfehlern zurückzuführen, die zu einer Überlastung der Strecke geführt hatten, was schwerwiegende Auswirkungen auf das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Hochgeschwindigkeitseisenbahninfrastruktur hatte, in deren Aufbau China gerade Hunderte von Milliarden Dollar investierte. Außerdem wurden erneut Bedenken über Korruption und Vetternwirtschaft in den Reihen des inzwischen stark aufgeblähten Eisenbahnministeriums laut. Die Lösung der Regierung war die Teilprivatisierung der Eisenbahn durch den Verkauf an das staatliche Unternehmen China Railway. Ein Jahr später fusionierten die beiden Unternehmen, die für die Herstellung der Schienenfahrzeuge zuständig waren, CSR und CNR, zur CRRC. Es handelte sich um zwei riesige staatliche Unternehmen, die sich auf den Weg machten, den bis dato größten Bauboom aller Zeiten zu beginnen. Da diese Unternehmen technisch gesehen von der Regierung getrennt waren, hatten sie mehr Kontrolle darüber, wie viel Geld sie aufbringen konnten. Um die chinesische Eisenbahn zu dem zu machen, was sie heute ist, wurden fast 1 Billion Dollar Schulden durch eine Kombination aus staatlichen Banken, öffentlich ausgegebenen Anleihen und Investitionen von lokalen Regierungen aufgenommen. Kaum war das letzte Stück Schiene auf dem jüngsten Bauvorhaben verlegt, begannen die Probleme. Zu dem Zeitpunkt, als die chinesische Eisenbahn mit ihrem neuesten Bauvorhaben begann, waren die meisten der hochprofitablen Strecken zwischen den großen Bevölkerungszentren bereits fertiggestellt. Was bedeutete, dass die neuen Strecken in Stadtzentren verlegt wurden, die nicht die gleiche Menge an Zügen nachfragen und daher nicht die gleichen Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf erzielen würden. Diese Projekte wurden dennoch von der Regierung vorangetrieben, weil sie wollte, dass die Menschen Zugang zu diesen kleineren Städten haben, auch wenn dies nicht besonders profitabel war. Es gibt einige Gründe, warum sie das getan haben, und die meisten davon waren politischer Natur. Der Kanal Wendover Productions hat ein großartiges Video darüber gemacht. Also wenn ihr wirklich daran interessiert seid, schaut euch unbedingt dieses Video an. Abgesehen von fehlgeleiteten politischen Motiven gab es auch andere Probleme. Das chinesische Hochgeschwindigkeitsnetz wurde so sehr zum nationalen Stolz, dass die Entwickler nie wirklich darüber nachdachten, ob es nicht eine bessere Lösung für das Problem der Beförderung von Menschen im Land gibt. Wenn man das Ministerium für Hämmer leitet, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Und wenn man die chinesische Eisenbahn leitet, sieht jedes Problem so aus, als könnte man es mit einem Hochgeschwindigkeitszug lösen. Das Problem ist natürlich, dass dies nicht immer stimmt. Hochgeschwindigkeitszüge sind technisch sehr beeindruckend und erregen viel Aufmerksamkeit in der internationalen Gemeinschaft, was die chinesische Regierung natürlich sehr schätzt. Aber manchmal gibt es einfach bessere Alternativen. Für den Anfang zum Beispiel ganz normale Züge. Der Bau und Betrieb eines regulären Zuges ist viel billiger, was bedeutet, dass auch die Fahrkarten billiger sind, was für kostenbewusste Arbeitnehmer, die nach westlichen Maßstäben noch weit vom Wohlstand entfernt sind, sehr wichtig sein kann.
Der reguläre Schienenverkehr hat auch den Vorteil, dass er Fracht befördern kann, was für ein von der Schwerindustrie abhängiges Land wie China von großer Bedeutung ist. Eine Zeit lang war das chinesische Hochgeschwindigkeitsnetz zwar übertrieben, aber kostendeckend. Die Verluste aus unrentablen Strecken wurden durch die hochrentablen Strecken ausgeglichen. Und das staatliche Unternehmen konnte nach der Tilgung seiner massiven Schulden sogar einen kleinen Gewinn erzielen. Dieses heikle Gleichgewicht endete jedoch 2015 und seither übersteigen die Zinszahlungen für die aufgelaufenen Schulden die Betriebsgewinne der Bahnlinien. Eine Reihe von Faktoren hat diese Situation noch verschlimmert. Die Strecken beginnen zu altern und müssen immer häufiger gewartet werden. Die Bahngesellschaften können ihre Preise nicht erhöhen, weil die Menschen dann lieber fliegen oder auf Busse umsteigen würden. Und dann kam auch noch Covid, was die Nachfrage nach Bahnfahrkarten so weit einbrechen ließ, dass fast alle Strecken unrentabel wurden. Jetzt steht China also vor einem Staatsunternehmen mit 850 Milliarden Dollar Schulden, die es nicht zurückzahlen kann. Ironischerweise kommt dies zu einer Zeit, in der fiskalische Anreize wie das ursprüngliche Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn-Entwicklungsprogramm von 2018 wieder benötigt werden. Natürlich wird das nicht passieren und die Regierung hat den Bau weiterer Strecken bereits gestoppt, aber das bedeutet nicht, dass sie von den Problemen, die das bestehende Netz verursachen wird, verschont bleiben. Wenn sie versuchen, das Netz zu verkaufen, um diese Kredite zu tilgen, wäre jedes gewinnorientierte Unternehmen nur am Kauf der hochprofitablen Strecken zwischen Großstädten interessiert. Was bedeutet, dass die Regierung die unrentablen Strecken mit Steuergeldern unterhalten müsste, was eine enorme laufende Ausgabe wäre. Alternativ könnte man die Eisenbahn auch einfach stilllegen, aber dann würden Hunderttausende von Arbeitnehmern ihren Job verlieren und eines der größten Symbole für den wirtschaftlichen Erfolg Chinas in den letzten zwei Jahrzehnten wäre zerstört. Die letzte Option wäre eine Rettung und Verstaatlichung durch die Regierung. Und ja, wir wissen, dass die chinesische Eisenbahn ein staatliches Unternehmen ist, aber sie verfügt über eine gewisse Autonomie, die einem staatlichen Ministerium nicht zusteht. Keine dieser Optionen ist besonders verlockend, vor allem in einer Zeit, in der China von einem Zusammenbruch des Immobilienmarktes, einer Energiekrise und den Auswirkungen einer Pandemie steht. Ich bin natürlich skeptisch, wenn es darum geht, die Zukunft vorherzusagen. Aber es ist schwierig, sich eine Realität vorzustellen, in der China diese Probleme einfach abtut. Zumindest sollten die jüngsten Probleme zeigen, warum Großprojekte wie Eisenbahnlinien, Autobahnen und Brücken in unserem Heimatland Zeit für die Planung und Ausführung benötigen. Wir mögen uns über die Bürokratie ärgern und das auch zu Recht, aber vielleicht ist der Verweis auf China als das Land, in dem die Dinge einfach gemacht werden, nicht der beste Weg, um zu zeigen, wie nutzlos unsere eigenen Regierungen sind. Danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut!